Hallo YouTube und Filmfreunde, ich begrüße euch zum zweiten Part meines kontroversen Videos und wir machen auch direkt weiter. Der nächste Film ist aus dem Jahre 2005 und trägt den Titel Feed, ja, auch genannt der Fetisch-Thriller. Die Story ist wie folgt: Es geht um einen Polizisten, der das Internet nach pervertierten Pornoseiten durchsucht und er findet auch täglich welche und zieht diese halt aus dem Netz und leitet Anzeige gegen die Betreiber ein. Und ja, für ihn ist das alles schon sozusagen zum Alltag geworden. Und ja, dann findet er eines Tages jedoch eine Seite, die verschlüsselt ist und die er sich halt nicht ansehen kann. Und ihn lässt das einfach nicht los und er will unbedingt wissen, was sich hinter dieser Seite verbirgt. Ja, er schafft es dann schließlich auch, diese Seite zu entschlüsseln. Und was sich ihm dort bietet, das kann er zuerst gar nicht fassen. Die Seite wird von sogenannten Feedern betrieben. Das sind Leute, die es sexuell stimuliert, wenn sie Frauen mästen oder die auch allgemein auf extrem dicke Frauen stehen. Ja, und er bemerkt, also was heißt er bemerkt, er befürchtet halt, dass das halt auch dann noch weiter ausartet und halt in den Snuff-Bereich reingeht. Und er will dieser Sache halt auf den Grund gehen. Und dann reist er in das Land, von dem er glaubt, dass die Seite ihren Ursprung hat. Und ja, versucht halt, wie gesagt, dort den Betreibern auf die Schliche zu kommen. Ja, mit Feed bietet sich einem ein relativ unkonventioneller Thriller, der auch wirklich extrem kontrovers daherkommt, da er natürlich auch wieder diese sexuelle Perversion behandelt. Und ja, ich muss sagen, er ist auch recht spannend inszeniert, also man fiebert eigentlich von vornherein mit und will wissen, wie das Ganze halt ausgeht und wie diese Feeder halt ticken. Und ja, dann in der Mitte hin, muss ich sagen, geht der auch etwas, also nimmt er Wendungen, die man so nicht vorhersehen kann. Und zum Ende hin glaubt man immer, ja, jetzt ist der Film vorbei oder jetzt kommt gleich das Ende und dann kommt immer noch etwas. Und das finde ich wirklich sehr überraschend und auch gut umgesetzt. Also hier kann man wirklich mit einem extrem guten Film rechnen, meiner Meinung nach. Also mir hat er wirklich extrem gut gefallen. Allerdings ist es auch wirklich sehr starker Tobak. Also vor allem, weil die Frauen, die sich von diesen Feedern mästen lassen, sich gar nicht bewusst sind, dass sie Opfer sind. Also sie geben sich diesen Feedern wirklich hin und lassen alles mit sich machen, nur dass dieser Mann halt zufrieden ist. Also das ist wirklich schon sehr, sehr explizit dargestellt hier. Ja, sollte man mal gesehen haben, wenn man sich für solche Filme interessiert. Ich für meinen Teil fühlte mich sehr gut unterhalten und auch ziemlich geschockt an manchen Stellen. Ja, Feed. Von mir gibt es eine Empfehlung. Zum nächsten Film habe ich auch schon ein ausführliches Review gemacht. Wenn ihr also Näheres über diesen Film wissen wollt, schaut euch einfach mal auf meinem Kanal um und dann werdet ihr das Review zu diesem Film auch finden. Ja, und dieser nächste Film ist aus dem Jahre 2010 und heißt Reise nach Agathis. Ja, der Film ist von dem Regisseur Marian Dora, der ja manchen hier auch ein Begriff sein könnte. Er hat ja auch Melancholie der Engel und Cannibal gedreht, ist also auch kein unbeschriebenes Blatt mehr, was den kontroversen Film anbelangt. Und das ist halt jetzt hier sein neuester Streich. Der Film handelt von einem Pärchen, das einen Bootsausflug machen will und auf dem Weg zum Strand lesen sie halt eine Tramperin auf und nehmen sie mit. Und ja, dann kommen sie am Strand an und fahren dann halt mit dem Boot aufs Meer hinaus. So weit, so gut. Nur verliert dann der Mann in dieser Gruppe immer mehr die Kontrolle über sein Verhalten und er wird halt zusehends aggressiver und gewalttätiger gegenüber den Frauen. Ja, das ist wirklich schon mal eine sehr gute Grundausgangssituation für so einen Film, finde ich. Und er hat mich auch aufgrund dieser Story wirklich brennend interessiert. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr gut gewordener Film. Also es ist eine Art Drama mit ganz leichten Thriller-Elementen und sehr viel experimentellem Anteil. Das Ganze hat einen schon fast kammerartigen Touch, da alles auf diesem Boot geschieht. Und ja, sagen wir mal, drei Viertel des Films kommt halt auf diesem Boot vor. Und das meiste an Gewalt kommt halt in der psychischen Form daher. Allerdings kommt im letzten Drittel auch sehr viel physische Gewalt dazu. Und das auch wirklich sehr extrem. Also da rechnet man zuerst gar nicht damit. Aber das Ende ist schon wirklich äußerst krass und hat mich wirklich auch ziemlich geschockt.
Ja, der Film wird auch immer wieder unterbrochen und es werden philosophische Zitate und Gedichte vorgetragen. Man sieht halt da im Hintergrund dann nur das Meer und halt diese Stimme, diese Sachen vortragen. Finde ich auch wirklich ein sehr schönes Stilmittel und ist bei mir wirklich super angekommen und hat die Atmosphäre auch noch verstärkt, meiner Meinung nach. Ja, also dieser Film ist aber allerdings auch nur für Leute zu empfehlen, die etwas billig gemachtere Filme auch mögen. Also er ist schon aufwendig gedreht, aber halt, er hat halt nicht diesen Spielfilm, diese Spielfilmoptik, sage ich mal. Ja, also da muss man wirklich was anfangen können hiermit. Der Soundtrack ist auch sehr gut geraten. In der ersten Hälfte, also bevor sie auf das Meer hinausfahren, hört man die ganze Zeit so eine Art Spieluhr, was schon mal auf nichts Gutes deutet. Ja, und dann, wenn sie auf dem Meer sind, kommt die ganze Zeit so eine Art ja, Geige vor, die dem Ganzen einen wirklich hoffnungslosen Touch auch gibt. Diese DVD hier ist auch sehr gut geworden hier. Schönes Cover hier, wenn man den Schuber entfernt. Ja, es kommt auch noch eine zweite DVD hier drin vor, welche ich mir jedoch noch nicht angesehen habe. Soll aber einen Kurzfilm enthalten von Mariandora und soll auch sehr grenzwertig sein. Habe ich aber, wie gesagt, leider noch nicht gesehen. Ja, also diesen Film gebe ich eine Empfehlung. Allerdings sollte man auch wissen, worauf man sich einlässt. Ja. Reise nach Agathis. Hat mir sehr gut gefallen. Ist aber wie gesagt nicht für jeden etwas. Wenn ihr Näheres dazu wissen wollt, schaut euch einfach meine Kritik. So, dann kommen wir zum Film Baisemoi. Ich hoffe, ich habe den Titel richtig ausgesprochen. Ja, der Film ist aus Frankreich und auch schon etwas älter, also von 2000. Ja, alt kann man nicht sagen, aber halt hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Der Film handelt von zwei Frauen, die vergewaltigt werden und dann männermordend durchs Land ziehen. Also hat schon auch einen Touch von Natural Born Killers, meiner Meinung nach. Ja, kommt auch ziemlich hart rüber, dieser Film. Vor allem die Vergewaltigungsszenen sind hier sehr, sehr krass dargestellt. Da die Frauen wirklich weinen und sich wehren und schreien und also das ist wirklich schon ziemlich hart dargestellt, die Vergewaltigungen in diesem Film. Ja, allerdings ist dieser Film nicht wirklich spannend, meiner Meinung nach. Also hier hätte man etwas mehr draus machen können. Und ja, es kommen diverse Hardcore-Szenen vor und ja, ist halt eine Art Rache-Road-Movie sozusagen. Ja, ich spreche eine bedingte Empfehlung für diesen Film aus. Also diesen Film muss man nicht unbedingt gesehen haben, aber wer sich halt für kontroverse Sachen interessiert, kann hier schon mal einen Blick riskieren. Ich meine, der Film kommt auch teilweise gut an, nur mich hat er halt jetzt nicht ganz so erreicht. Da auch wieder viele Situationen vorkommen, wo ich mir gedacht habe, was soll das jetzt oder wo sind wir jetzt? Ja, aber ist auch schon ziemlich hart, finde ich. Ja, von mir gibt es eine bedingte Empfehlung. Ja, Baisemoi. Dann kommen wir mal wieder zu einem älteren Film von 1979, der Film Caligula. Ja, da der Film ja jetzt hier im Mediabook rausgekommen ist, dürfte er vielen von euch auch bekannt sein. Und ja, er wird überall angepriesen als der kontroverseste Film aller Zeiten, also steht zumindest auch hier drauf und behauptet der Film immer von sich selbst. Ich habe ihn mir einfach mal zugelegt, weil ich wissen wollte, ob er denn auch kontrovers ist und wie er filmisch umgesetzt ist. Und ja, also ich muss sagen, mir hat der Film jetzt nicht so wirklich gefallen. Er ist einfach zu lang, meiner Meinung nach. Es kommen schon diverse kranke Ideen vor und auch diverse Hardcore-Szenen. Nur hätte der Film etwas kürzer sein müssen, meiner Meinung nach. Also das wird an manchen Stellen hier schon wirklich etwas langatmig. Nichtsdestotrotz ist er wirklich gut gemacht und auch interessante Darsteller, interessante Story. Es wird ja die spätrömische Dekadenz behandelt, was ich schon mal ein sehr interessantes Thema finde. Nur hätte man das hier etwas besser umsetzen können, meiner Meinung nach. Das Mediabook hier ist wirklich sehr schön verarbeitet mit einem wirklich sehr schönen Booklet. Sehr ausführlich, ganz viele Seiten, ganz viel Text. Mit vielen Infos zum Film und so weiter. Ja, aber wie gesagt, ist jetzt nicht ganz so mein Fall gewesen. Kann man sich schon einmal ansehen, aber ich muss den jetzt nicht nochmal anschauen. Ja, Caligula.
könnt ihr mir auch mal schreiben, was ihr von diesem Film haltet. So, dann kommen wir auch wieder zu einem sehr interessanten Film von einem sehr interessanten Regisseur meiner Meinung nach, nämlich von Gaspar Noé, der ja auch Enter the Void und Menschenfeind gemacht hat. Es handelt sich um den Film Irreversible oder auch Irreversibel genannt. Mir gefällt halt der Titel Irreversible besser. Ja, der Film handelt von einer Frau, die auf dem Nachhauseweg auch wieder vergewaltigt wird. Und das auch ziemlich brutal. Also diese Szene, geht einem wirklich an die Nieren, muss ich sagen. Da diese Szene wirklich so um die, keine Ahnung, 10 Minuten oder länger dauert. Und das wird wirklich so realistisch rübergebracht, dass man wirklich meint, man sieht hier eine reale Vergewaltigung. Ja, und was dann folgt, ist, dass zwei Männer diese Frau halt rächen wollen und halt eine Irrfahrt durch die Nacht machen und halt diese Täter sozusagen suchen. Interessant bei diesem Film hier ist zu erwähnen, dass der Film von hinten nach vorne erzählt wird. Also es geschieht zuerst das Letzte und zum Schluss das Erste. Also das ist wirklich auch mal ein interessantes Stilmittel meiner Meinung nach. Ja, zum Film selber muss ich sagen, ist er eigentlich relativ gut geraten. Aber hat halt auch wieder ein bisschen so diesen Arthouse-Touch durch diese Rückwärtserzählung. Und hat mir auch eigentlich ziemlich gut gefallen. Nur muss ich sagen, hat er sich an manchen Stellen auch etwas gezogen, muss ich sagen. Also hier hätte man vielleicht an manchen Stellen noch etwas interessantere Dialoge oder etwas interessantere Schauplätze oder so auswählen können, dann wäre hier wirklich ein absoluter kontroverser, ja, Hit draus geworden sozusagen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz sollte man diesen Film mal gesehen haben. Also Irreversible ist eigentlich Pflichtprogramm für jeden, der auf kontroverse Filme steht. Ja. Das Ganze hier hat auch ein Wendecover. Ich habe es halt noch nicht umgedreht, aber ja. Sollte man gesehen haben, Irreversible. Ist eigentlich Pflichtprogramm. Ja, und zu guter Letzt gehe ich noch auf die Vomit Gore Trilogie ein. Ich habe mir die Filme angesehen und ihr seht, ich lebe noch. Allerdings muss ich gleich zu Beginn sagen, dass ich keine Empfehlung für diese Filme aussprechen kann. Mir ist natürlich klar, dass ich dadurch erst recht euer Interesse geweckt habe, was eigentlich nicht meine Absicht war. Aber es ist ja euer Ding, ob ihr euch die Filme kauft oder nicht. Naja. Dann gehen wir mal im Einzelnen auf die Filme ein. Der erste Teil, Slaughtered Vomit Dolls, ist der meiner Meinung nach noch am ehesten verdaulichere Film von allen. Wobei er gleichzeitig auch der unkonventionellste ist. Naja, eigentlich ist keiner der Filme wirklich Mainstream-tauglich, wobei das noch eine übertriebene Untertreibung ist. Ja, der Film ist wirklich extrem experimentell und ein einziges Schnittgewitter, also so viele Kamerawechsel und Schnitte wie in diesem Film habe ich eigentlich noch keinem anderen Film gesehen. Und er ist von vorne bis hinten absolut verwirrend inszeniert, also es gibt keine klare erkennbare Struktur bzw. Story. Und ja, die Splatter-Effekte, die hier auch schon ziemlich krass vorkommen, sind auch wirklich gut gemacht, meiner Meinung nach. Auch der Kamerastil ist wirklich toll und weil mir einfach dieser experimentelle Stil gefällt. Und da hier auch alles so, ja, so unkonventionell inszeniert wurde, bleibt auch viel Platz für Interpretationen bei diesem Film auch noch. Ja, wie ich diese Filme alle letztendlich sehe, werde ich am Schluss darauf eingehen. Und ja, also wie gesagt, der erste Teil hier ist sozusagen der perfekte Einstieg in dieses, ja, in dieses Vomit-Gore-Universum sozusagen. Also hier kann man noch am ehesten zusehen, sage ich mal. Ja, da ja auch durch seine Kameraarbeit relativ interessant ist. Ja, dann kommen wir zum zweiten Teil. Regurgitated Sacrifice. Ja, hier ist die Kamera wieder etwas normaler, sozusagen der Kamerastil. Dafür sind die perversen Ideen und die Splatter-Effekte noch um einiges intensiver als im ersten, meiner Meinung nach. Ja, ich muss sagen, hier an dieser Stelle wirklich Respekt an die Darsteller, die sich für sowas hergegeben haben. Also, die müssen wirklich ziemlich abgebrüht sein. Ja, hier die Rückansicht verrät auch einiges schon. Ja, und das Ganze hier geht auch etwas in den Fetischbereich rein, finde ich. Der erste war noch, wie gesagt, etwas experimentell. Der hier natürlich auch, aber das geht schon teilweise wirklich in diesen Fetischbereich rein. Ja, und ich muss wirklich sagen, dieser Film hier ist der härteste der Reihe.
Und ja, also es ist wirklich Wahnsinn, was hier abgeht. Also das sollte man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen hier. Und ja, mir kommt es vor, als hätte Lucifer Valentine seine kompletten perversen Fantasien hier einfließen lassen. Also was hier vor sich geht, sowas kann wirklich nur einer kranken Fantasie entspringen. Und ja, also es ist wirklich schon Wahnsinn, was einem hier abverlangt wird. Also ja, mehr kann man zu diesem Film eigentlich nicht sagen, da die Story und die Struktur hier auch wieder nicht wirklich klar in den Vordergrund gestellt wird, sondern auch wieder alles ziemlich verworren ist. Ja, hier wird einfach nur auf Schock Wert gelegt. Also ist ziemlich exploitationhaft meiner Meinung nach. Ja, der zweite Teil, Regurgitated Sacrifice. Ja. Kommen wir zum letzten Teil, Slow Torture Puke Chamber. Ja, ein Film, bei dem man an seinem eigenen Voyeurismus erstickt. Der Film geht natürlich in typischer Vomit-Gore-Kotzt-Manier weiter. Allerdings ist es hier auffallend, dass der Hardcore-Anteil etwas nach oben geschraubt wurde. Also es kommen vereinzelt wirklich ziemlich heftige Pornoszenen vor. Und auch das Erbrochene in diesem Teil ist fast ausschließlich Blut oder blutfarbene Flüssigkeit, was dem Ganzen einen irgendwie noch abartigeren Eindruck verleiht, meiner Meinung nach. Auch wieder sehr viele kranke Ideen, wobei da das Masturbieren mit einem Kruzifix noch das harmloseste ist. Und dieser Teil ist auch dafür ausschlaggebend, dass ich sage, ich spreche keine Empfehlung für diese Filme aus. Denn was hier in der letzten halben Stunde gezeigt wird, überschreitet wirklich jegliche Geschmacks- und Toleranzgrenze bei mir. Und ich muss wirklich sagen, wem ein Serbien-Film schon viel zu krass war, der sollte hier diesen Film weitläufig umfahren. Also ich muss wirklich sagen, das hier ist, also diesen Film werde ich mir nicht nochmal ansehen. Ich muss ich wirklich sagen. Also dieser Film sprengt wirklich alles bisher Dagesehene in meinen Augen. Also ja, Perversion pur. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch wieder mit genug kontroversem Material versorgt. Und ich hoffe, ihr hattet auch wieder ja, Spaß dabei. Und ja, zu der Vomit-Gore-Trilogie wollte ich noch was sagen. Also die Filme haben schon eine durchgehenden roten Faden, sage ich mal, wobei man diesen Faden nicht als Story bezeichnen kann. Es geht halt um eine Prostituierte, die in ihrer Kindheit vergewaltigt wurde und dann erlebt sie halt Visionen und so Träume, die halt diese ganzen Perversionen darstellen. Ich schätze mal, dass es so gemeint war. Und wie man diese Filme vielleicht noch deuten könnte, ja, ich finde, es ist vielleicht auch eine Kritik an der immer we härter werdenden Porno-Branche, sage ich mal, die ja auch sich immer perversere Einfälle aus den Fingern saugen. Und ja, ich glaube, dass das hier auch ein bisschen als Kritik gemeint ist. Wobei es natürlich auch reine Exploitation und auch reines Fetischverhalten des Regisseurs sein kann. Ja, also da kann man die Filme sehen, wie man will. Aber ich muss wirklich sagen, ich spreche dafür keine Empfehlung aus. Ja, ihr könnt mir ja mal dazu schreiben, wie ihr diese Filme seht oder ob ihr sie schon gesehen habt, ob ihr sie euch noch ansehen wollt und so weiter. Ich bin für dieses Video raus und sage euch ciao, bis zum nächsten Mal.